Salut, ich bin hier im 25 Hours Hotel und gerade ist Soundcheck, aber gleich kommt die Lisa Pack zu mir und dann darf ich sie interviewen und ich habe spannende Fragen und hoffentlich auch spannende Antworten. Also seid alle bereit und ja, bis gleich. Salut, ich bin hier im 25 Hours Hotel und hier bei mir Lisa Pack. Danke, dass ich hier sein darf und dich interviewen darf. Voll cool, ich freue mich voll. Hi! Hi, wie geht's? Sehr gut, sehr gut. Wir haben gerade den Soundcheck hinter uns und jetzt freuen wir uns auf heute Abend auf die Performance. Geil, ja. Gut, dann fangen wir gleich an. Ich fange mit ein paar Entweder-Oder-Fragen an. Oh Gott. Also Neubau oder Altstadt? Also Altwohnung. Altbau auf jeden Fall. Mhm. Ja. Warum? Weil es so schöne hohe Wände hat und einfach größer ist und Flügeltüren hat. Und Flügeltüren sind immer cool. Landei oder Stadtmensch? Oh, beides, aber eher Stadtmensch. Ich brauche immer ein bisschen einen Buzz. Jetzt mal was Privates. Mhm. Helium oder Sunshine? Helium. Also ein bisschen verliebt? Ja, vom Gefühl her auf jeden Fall. Helium ist viel cooler. London oder Wien? London. Weil die Musikszene dort einfach so geil ist und einfach viel, viel schneller und fresher. Gitarre oder Klavier? Klavier, weil es mein erstes Instrument war, das ich gelernt habe. Wenn wir schon bei Klavier sind, du hast ja mit 5 angefangen. Genau. Und ich bin so ein Küken noch, also ich bin 13 Jahre alt, klein, noch nicht so erfahren. Du bist größer als ich. wenn ich interviewe, frage ich gerne nach der Erfahrung. Also, wie war dein Weg, seitdem du 5 bist? Also, wie sah der aus? Kurzfassung oder lang? Nein. Ich habe einfach angefangen, Klavier zu spielen. Es war eher so alles noch klassisch. Und dann irgendwann habe ich begonnen, Songs zu schreiben. Und die waren dann auch noch eher so im Jazz-Soul-Bereich. Und bin dann irgendwann eben zum Songwriting gekommen und bin voll in die Popularschiene reingerutscht. Und habe einfach angefangen, oder versucht, sagen wir mal so am Anfang, Pop-Songs zu schreiben. Und wollte es dann immer mehr machen und dann habe ich eine Band gegründet mit 16 oder 17, ich weiß gar nicht mehr. Geil. Und habe dann einfach gespielt. Und und wollte dann auch unbedingt Musik studieren, bin dann nach London, habe studiert, Songwriting und Gesang. Und bin dann, ja, dort 4 Jahre lang geblieben, habe das irgendwie, sagen wir mal, hoffentlich perfektioniert. Obwohl perfekt ist noch immer nicht. Nein, aber genau, und jetzt bin ich wieder da, mein eigenes Studio und performe jetzt einfach viel mit meiner Band, habe zu produzieren gelernt, weil ich wollte immer eigenständig sein und irgendwie meine eigenen Tracks irgendwie produzieren und mit anderen Leuten natürlich auch und voilà. Hat sich denn deine Musikrichtung und so in London verändert, oder? Ja, total. Also es ist auf jeden Fall irgendwie poppiger geworden, weil auch das Studium sehr poplastig oder sehr kommerziell angehaucht war und ich habe mich dort einfach verliebt in guten Pop und finde auch, dass in London in der Szene einfach viel mehr Mut da ist zum einfach neue Sachen ausprobieren, von Sounds oder von irgendwie Melodien oder ja, so Sachen auszuprobieren oder irgendwie Sachen auch eigenständig zu machen und habe aufgehört, die ganze Zeit mich auf meine Band auszureden und zu sagen, ah, ich brauche aber den Gitarristen das einzuspielen, ich brauche aber den Produzenten den Beat fertig zu bauen, sondern habe einfach gesagt, so, ich mache das jetzt selber und habe mit YouTube-Tutorials mir Ableton beigebracht. YouTube hilft. Voll, extrem, also ja. Und habe dann einfach alles irgendwie selbstständig, bin selbstständiger geworden und das ist cool, wenn du selbst ein bisschen mehr Power hast. Und, ja, weil nach London hast du ja zum Beispiel Sunshine produziert. Du hast uns ja diesen Sommer voll versüßt mit dem Song, also finde ich, ich finde den richtig geil und ich muss ehrlich sagen, wenn ich das so im Radio höre, weil das lief ja, also für mich, also wenn ich das gehört habe, so, das kommt ja wieder und wieder. Ja, das war richtig gut. Cool. Und dann habe ich auch gefahren, dass das von dir ist. Und cool. Ich hätte wirklich, ehrlich gesagt, nie gedacht, dass es jemand aus Österreich ist. Echt? Also, cool. Es klingt wirklich so wie UK, so mäßig. Cool. Voll geil. Dankeschön. Sunshine ist ja ein ganz, sagen wir mal komisch, also sehr verschieden. Es ist kein normaler Liebessong. Es ist kein normaler Liebessong, ne? Weil du redest ja von Abschied. Genau, es ist ein schöner Weg. Wie kommst du da drauf? All this sunshine when you're gone.
Ich schreibe meine Lieder meistens aus, oder eigentlich fast immer, sind meine Geschichten wahr, die ich auch erzähle. Mhm. Und das ist einfach passiert nach einer Trennung, ja, wie wir es alle vielleicht kennen. Und habe einfach beschlossen, ich möchte nicht wieder zum 100. Mal meine Freundinnen anrufen, sondern ich möchte einfach dieses Mal in mein Mikro reinheulen und einfach erzählen, was passiert ist, und habe dann einfach die Geschichte niedergeschrieben und wollte einfach damit, weil es klingt ja doch recht happy, sag ich mal, aber wollte deswegen Sunshine, einfach, denkt man und so, heiß, ja, also, aber wollte deswegen einfach abschließen mit dem und wollte einfach einen Track schreiben, Only Sunshine When You're Gone, instead of Ain't No Sunshine When You're Gone, jetzt ist mir das Lied nicht mehr eingefallen, genau. Ja, und ich verstehe es, also bei mir ist es das Problem, ich habe so Angst, meine Gefühle also auf ein Blatt zu schreiben. Ja. So. Wenn ich mir dann denke, wen interessiert es eigentlich? Aber dann, wenn ich es so bei anderen höre, dann denke ich mir so, boah, das klingt ja mega geil und ich kann mich damit identifizieren. Schön gesagt. Und ja, ich... Mach's einfach, trau dich. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so Selbsttherapie, wenn du deine Gefühle aufschreibst, wenn du irgendein Erlebnis verarbeitest, du schreibst das auf und verpackst es dann noch in einen coolen Song, der vielleicht im Radio gespielt wird, dann ist es Double Win. Also, das wäre geil. Also mach's, trau dich. Ja. Tu's einfach, weil es kann ja auch nichts passieren. Und wenn wir schon bei Radio und alles sind, ich habe gesehen, dass dein Song Spotify... Genau. Also es gab so eine Playlist. Und da warst du das Cover von brandneu. Warte, ich habe sogar so ein Foto, oder? Da. Oh. Richtig fesch. Oh, schau. Oh, voll hübsch. Das müsste mal in die Kamera zeigen. Okay. Oh, voll cool. Ja, voll. Ja, ich dachte mir so, die kenne ich doch. Die kenne ich doch. Die treffe ich ja bald. Also, ja, das war mega geil. Wie war das für dich? Ja, unglaublich. Ich bin ausgerastet. Also, falls du meine Story auf Instagram gesehen hast, ich war da gerade bei einer Geburtstagsfeier und wir sind komplett ausgerastet, wie wir das mitbekommen haben und haben dann auch noch gut gefeiert, oder? Geil. Du hast ja auch Helium produziert und das ist ja auch was ganz anderes als Sunshine. Genau. Weil da redest du ja über Höhepunkt, über Beziehungen, also wie bist du da? Also hast du, eine wichtige Frage, hast du Sunshine vor Helium oder nach Helium Ich habe Sunshine vor Helium geschrieben und ich habe es auch noch mit einem anderen Produzenten produziert, mit dem Johannes. Ja. Johannes Römer ist ein unglaublicher Produzent, richtig cooler Dude. Und habe das auf jeden Fall danach geschrieben, ich weiß gar nicht warum danach, weil es jetzt einfach alles schön ist und alles gut ist. Also hast du einen neuen Glücklich so. Sowieso. Du gibst uns einen tiefen Einblick in dein Gefühlsleben. Passiert das? Also ich habe letzte Woche Julian Le Play interviewt und der schreibt seine Songs auf Reisen. Ja. Wie ist das bei dir? Wo schreibst du und wann schreibst du deine Songs? Also meistens in der Nacht, aber wo und wann, das ist so unterschiedlich, da gibt es keinen fixen Ort. Es ist auch schon oft so, dass ich mir vorgenommen habe, ich fahre jetzt auf Urlaub und ich bin dann voll kreativ und ich bin allein eingesperrt in meinem Kammerl und dann ist nichts passiert. Also ich glaube, das kommt einfach. Ja. Also wenn es kommt, dann kommt es einfach. Und ich finde, man kann das nicht so erzwingen. Ja, darum kann ich das gar nicht so sagen. Okay. Und also das heißt, du wartest nicht auf den Moment, sondern er kommt eigentlich einfach. Ja, oder man probiert mal was zu machen und dann an einem Tag funktioniert es extrem gut und dann am nächsten halt nichts. Nicht und dann weil bei mir ist es so, ich sitze am Klavier und denke mir so, jetzt kommt was, oder und dann probiere ich irgendwas anderes und dann kommt aber nichts und dann singe ich die alten Songs, die ich probiert habe zu schreiben. Ja. Und dann, es kommt einfach nicht. Und an dem Tag, wo ich plötzlich in der Dusche bin, dann habe ich eine Melodie, einen Text. Und plötzlich, ich muss das aufschreiben und ich muss das aufnehmen. Und dann bin ich... Die besten Ideen kommen auch in der Dusche, weil man da an nichts denkt. Ja. Und du singst ja heute Abend hier. Ja. Im 25 Hours Hotel. Genau, bist du aufgeregt oder ist das schon so chillig für dich? Chillig auf keinen Fall. Nein, ich bin schon immer aufgeregt. Aber wir haben uns jetzt gut vorbereitet. Und ich finde, je mehr man sich vorbereitet, desto entspannter wird man ein bisschen. Mhm. Weil man einfach weiß... Es wird cool, man hat ein gutes Gefühl, man ist sicher und jetzt, heute geht's. Es gab schon andere Gigs. Ja, weil ich zum Beispiel bin so hinter der Bühne, bin ich so, okay, jetzt gleich geht's los. Und dann wenn ich anfange, dann ist es so. Ja, genau. Also dann vergesse ich so alles. Manche haben den Trick, sie stellen sich vor, dass sie alle nackt sind. Aber nein, dann wäre ich noch aufgeregter. hast du da so einen Trick oder? Dreimal ganz tief ein- und ausatmen. Aber auf der Bühne,
da bin ich wie in Ekstase und merke mir auch, ich kann dann nichts. Ich realisiere da gar nichts. Also ich rate dann irgendwie so mein Ding runter, aber dass ich dann wirklich mal zu mir spreche, da bin ich wie eine andere Person irgendwie. Dann, nein, keine Chance. Keine Ahnung. Keine Chance. Es ist auch, ich erinnere mich dann auch recht schlecht an den Gig und kann das schwer einschätzen, ob das jetzt irgendwie cool war oder nicht, weil ich da einfach so, weiß nicht, im Rausch bin. Weil wir ja gerade über heute Abend reden, singst du Sunshine auch? Ja, natürlich. Und hättest du vielleicht Lust, es jetzt zu performen für uns, so eine privat? Eine kurze Version wird sich vielleicht noch aus. Geil, dann cool. Jetzt Sunshine von Lisa Park. Could you give me just a day or two? Wrap my head around a life for you. I never wanted crazy, but I've been acting like it lately. I'm inhaling every word you say. I wanna follow, but I drift away. I'm trying my best to hide it. I feel myself a new narcotic. No drive, no rush, no other love. Got me feeling this way. Make me black out, baby. No pill, no thrill. Oh, I would kill to be feeling this way. Make me black out, baby. Mega! Dankeschön! Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, einen Kommentar und natürlich auch ein Abonnement. Und wenn ihr mehr von Lisa Pack sehen wollt, dann schaut jetzt gerne in der Infobox, da sind alle Sachen, die ihr braucht. Und ja, bis bald! Ciao!